Dann haben wir ein Spiel von einem schwedischen Autor, Finish Line von Dan Glimne. Ja, genau. Hier geht es darum, man sieht es am Cover, glaube ich, ganz gut, es geht um Pferderennen. Und zwar wetten wir auf Pferderennen. Am Anfang, also wir spielen drei Rennen. Am Anfang jedes Rennen werden 7 Pferde ausgelegt und dann trägt man in seine Übersicht erstmal die Reihenfolge der Pferde ein. Danach wird verdeckt, trägt jeder seine Gewinnerwette oder seine erst- und zweitplatzierten Wetten ein. Je weiter hinten das Pferd startet, desto mehr würde ich natürlich als Ausstattung nachher bekommen, wenn das Pferd tatsächlich auch gewinnt. Und dann kommt der spannende Teil, und zwar simulieren wir quasi das Rennen, indem ein Spieler startet, nimmt sich 3 Würfel, würfelt einfach und wählt sich einen der Würfel aus und legt es dann auf die Felder der Pferde. Jeder Würfel tut etwas Unterschiedliches. Hier zum Beispiel die Gerte sagt, am Anfang tut es erstmal noch nichts, eine Gerte drauf, kommt die zweite aber drauf, das Pferd disqualifiziert. Das heißt, wenn ich auf das Pferd gesetzt habe, ist das natürlich eher schlecht. Und so findet man im Laufe des Spiels raus, wer hat denn auf dasselbe Pferd gesetzt, wer ist quasi mein Partner hier und wer versucht auf Teufel komm raus, irgendwie die Nummer 23 nach vorne zu setzen, den muss ich natürlich versuchen zu stoppen, damit ich natürlich am Ende das meiste Geld bekomme. Es gibt so ein paar Pferde, die haben noch so Sonderaktionen, wie das S zum Beispiel, steht für Speed. Das heißt, sie brauchen weniger Würfel, um die Positionswechsel zu machen. Es gibt noch Favoriten, die können zum Beispiel nicht von etwas, von der Disqualifikation betroffen werden. Und das muss ich natürlich alles irgendwie so in meine Wette dann mit aufnehmen und gucken, dass ich da das beste Ergebnis raushole. Man spielt über ein Rennen? Über 3 Rennen. Also das erste Rennen startet man auch mit 1.000 Euro. Die kann man dann einsetzen. Selbst wenn ich alles verliere, würde ich im zweiten Rennen 2.000 dazukriegen. Habe ich natürlich schon Gewinne gemacht, habe ich natürlich dementsprechend noch mehr, was ich einsetzen kann. Und nach 3 Rennen guckt man dann, wer hat natürlich das meiste eingenommen und der hat gewonnen.